So, langes müde, sage ich schon. Langes Suchen macht schon müde. Wir schmeißen mal das weg, wir schmeißen mal das weg. Wir brauchen auch den Bogen tatsächlich nicht. Wir brauchen auch den Jungle Lock nicht. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Den Sand brauchen wir nicht. Die eigentlich auch nicht. Egal, wir fliegen weiter. Gucken mal, was hier so abgeht. Wir sind hier in die Richtung unterwegs. Bedecken jetzt halt so ein bisschen neues Gebilde auf. Ich wollte das eigentlich erstmal nicht machen, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist ein bisschen doof, ne? Was haben wir hier für eine Höhle? Haben wir was? Nee. Doch. Oh. 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 Das lange Warten hat ein Ende. Das ist ja fast ein Zufall. Wie cool ist denn das? Wir können die doch theoretisch gesehen nicht entsammeln. Ah. Wie den Stein halt auch. Wie den Stein halt auch. So, da können wir mal kurz dafür sorgen, dass wir ein bisschen Licht hier haben. Genau, da können wir mal gucken, wie weit wir hier raus können. Ein bisschen Licht ist schon schön. Wir wollen schon so ein paar Stacks davon haben. Weil das Schöne ist ja, wenn wir ein paar Stacks davon haben, können wir uns auch nochmal eine kleine Dripstone-Farm bauen und sowas, wo wir Dripstone produzieren und Lava und. Hast du nicht gesehen? Da wir aber aktuell nicht so wirklich viele Dripstones und sowas, Dripstone-Blöcke haben, können wir halt auch nicht viel eskalieren, sag ich nur so. Das geht halt dann nicht. Das geht halt erst, wenn wir hier tatsächlich ein paar hundert Blöcke haben. Oder ein paar tausend. Ja, tausend nicht. Ein paar tausend nicht. Aber hier, das können wir so machen. Wunderbar. Zack, zack. Das könnte jetzt halt sein, dass wir gleich definitiv überrascht werden. Zum Beispiel von dem da. Und da könnte man hier halt ein bisschen ausleuchten. Weil da wir ja aktuell in der Version spielen, glaube ich, wo wir nicht zu 100, also wo wir. Wow. Wo wir quasi nicht alles ausleuchten müssen, ist das schon mal nicht schlecht. Also wir müssen quasi nur so ausleuchten, dass wir über Level 0 kommen. Das ist schon mal gut. Hey. Ja gut, also so in den Elytra-Flugmodus ist halt schon schlecht reinzugehen. Sollte man eventuell versuchen zu vermeiden, wenn man. Wenn man es kann. Zack. So, gut Eisen, so zu Eisen, gut Eisen haben wir halt so viel mittlerweile. Das ist halt mittlerweile ist das eher ein Witz, was wir hier an Eisen finden. Und da wir halt jetzt auch so viel haben, können wir auch gar nicht alles mitnehmen. Das ist auch nicht gut. Wir wollen ja schon grob das mitnehmen, was wir abbauen. Und den Rest können wir dann irgendwann anbauen und wieder. Ja, da ist auch ein Loch. Da ist auch ein Loch. Wunderschön. Zack, 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 zack. Hier können wir auch schon ganz viele Tripstones und hier die Dinger hier mit dem Arter brauchen wir auch noch. Nee. Die weg. Dann können wir nämlich die noch ein bisschen vermehren. Das ist auch gut.
Zack. Gut, das ist auch egal, wo eigentlich aktuell die Haltbarkeit reingeht. Ist auf jeden Fall gut, wenn sie in die Elytra reingeht. Ist definitiv ein kleines bisschen besser. Kleiner, besserer Abtausch. Würde ich tatsächlich sagen. Aber wir haben trotzdem schon wieder keinen Platz. Wir können aber dafür die hier nehmen und können dann hier die hier nehmen und können das so machen und können zack, zack. Den Stein können wir mal aus Spaß nehmen und dahin schmeißen. Den brauchen wir nämlich auch nicht mehr. So, dann können wir hier weiter abbauen. So, mal gucken, wie viele Zombies heute noch kommen. Den Scanbauer hätte ich schon ganz gern behalten, weil das gibt uns auch Raketen. Ja, das ist eine Riesenhöhle. Okay. Oh, du hättest mir ruhig mal deinen Bogen droppen können. Aber so ist das ja auch nicht gut. So ist das ja auch nicht gut. Das ist gut, dass auch von oben links runterfallen kann. Nicht, dass sich plötzlich mal was löst und mich hier erschlägt. Das würde mich halt auch One-Hit tot machen. Trotz der Rüstung. Wo kommst du her? Wo kommst du gerade her? Oder habe ich jetzt einfach nur gerade einfach das Ding mit dem Pfeil ab... Ah ne, den wollte ich gar nicht einsammeln. Na egal. Oh, Kette. Du bist ein cooler Typ, aber... Na, doch nicht. Ich habe gedacht, du wärst cool. Ich dachte, du wärst cool, aber das hat sich irgendwie so ganz spontan erledigt. Und seit wann können die auf Wasser wachsen? Also obendrauf. Ah ne, die wachsen nicht obendrauf, die wachsen innen drin. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ignoriert das, was ich gerade gesagt habe. Oder gedacht habe zumindest. Zack. Wunderschön. Das gibt doch gut viele Blöcke. Damit doch zumindest schon mal ein Teil. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ein Teil von Blöcken wieder, dass wir zumindest noch mal eine kleine Auswahl an sich mehr haben. So, jetzt können wir noch hier diesen Turm hier abbauen. Wunderbar. Zack. Oh, hallo. Tschüss. War mir eine Freude, dich gekannt zu haben. Wunderbar. So können wir das definitiv machen. Wir haben schon wieder keinen Platz mehr im Inventar. Wir schmeißen wieder raus. Tripstone. Zack. Und wir können auch mal die rausschmeißen. Ja, Pointed Tripstone ist auch ein bisschen was da. Nehme ich auch sehr gerne mit Spinnenaugen und Fäden. Kann man nie genug gebrauchen. Man weiß zwar nie wofür, aber falls man mal irgendwann spontan Bock hat, 50.000 Fermented Spider-Eis zu machen. Dafür kann man die definitiv sehr gut gebrauchen. Aber sonst für nichts anderes. Wunder, wunder, wunderschön. Bauen wir hier nochmal ein paar ab.
Ich würde sagen, da wir diese Folge sowieso nicht nach Hause kommen, werden wir auch die Folge hier beenden in der Höhle. Da wir aber auch eine Karte haben, wissen wir auch ganz genau, dass wir nur ein paar hunderttausend Böcke zu fliegen haben. Also nur ein paar tausend. Ist gar nicht so viel. Ist gar nicht so viel. Ey, du Fledermaus, du willst mich hier doch. Achso, da. Ich wundere mich auch schon gerade, warum ich da keinen Block reinsetzen kann. Ich dachte so, hä, ist das Spiel jetzt irgendwie ganz komisch? Will das mich hier erbeln? Aber naja, das ging dann doch. Wenn man den Tribus drunter drin abbaut. Zack, 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 zack. Zack, wunderschön. Guck mal, wir haben doch schon wieder ganz gut was geschafft für dieses Mal. Und haben auch schon sehr viel Dripstone hier abgebaut. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch reichen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, hier kommen wir machen hier mal nochmal so eine Fackel hin und nochmal hier so eine Fackel hin. Man könnte das Kupfer halt schon mitnehmen eigentlich. Weil ich erinnere mich noch so ein bisschen an so eine Kupfertour. Ich denke mal, das mal mit dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns aber dann auch in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefällt, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.